Kennst du die Piratenpartei? Ja, schon. Davon gehört. Was erwartest du von der Piratenpartei? Dass die ACTA stoppen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und wie glaubst du, kann man das selber unterstützen? Demonstrieren gehen. Deswegen sind wir ja hier. Also wenn man schon eine Partei ist, dann sollte man eigentlich auch wissen, was man für ein Programm dahinter hat oder was man heute gerne machen will. 20%. Das wäre nicht so schlecht. Man soll die Piratenpartei wählen. Weil stell dir vor, Weihnachtsmarkt werden sie kommerzialisieren. Und der ist auf einmal verboten und müsste Tantiemen zahlen. Ah, die ganzen Kinder müssen Tantiemen zahlen, weil sie alle Weihnachtskarten kriegen. Stell dir das einmal vor. Grauslich, sage ich dir. Und was hältst du von der Piratenpartei? Das sind die einzigen in Österreich, die, wo Experte und Politiker noch in einer Person zusammengefasst ist. Alle anderen Parteien verlassen sich auf irgendwelche Experten und egal wie man wählt, die Experten wechseln nicht, nur die Politiker, nur das Gesicht wechseln. Und wie meinst du, kann man das am besten unterstützen? Was unterstützen? Die Piratenpartei. Weiß nicht, beitreten, auf Demos gehen, einfach selbst hineinschalten. Du machst das eh so mit, ne? Ja, genau. Super, und weißt du noch irgendwelche Themen, die die Piratenpartei im Moment bewegt? Außerdem die Vorratsdatenspeicherung. Das ist auch was, was einfach gestoppt gehört, weil das ist pure Überwachung vom Staat. Und eigentlich sollte man seit über 60 Jahren darüber hinweg sein. Und jetzt kommt das Thema auf einmal wieder. Auch wenn es jetzt in einem anderen Kleid daherkommt, in einem digitalen. Es ist Staatsüberwachung. Und du siehst hier, was ACTA betrifft, dass die Partei, Piratenpartei sich einsetzt dafür? Ja, das sehe ich. Ja, ja. Das ist auch gut so. Das ist Gefahr für alle, diese Internetbeschränkungen. Ich bin im Internet seit 20 Jahren, seit es das Internet quasi gibt. Und das sehe das überhaupt nicht ein, wieso da jetzt Beschränkungen eingeführt werden sollen. Es ist eh schon genug verboten. Und die Content-Industrie soll sich woanders ums Geld umschauen. Also ist momentan, glaube ich, bei uns so ziemlich das Einzige, was irgendwie so ausschaut, als könnte es was Sinnvolles machen. Gibt es in Österreich überhaupt? In Deutschland? Sonst? In Österreich? Ja. Nein, ich habe noch nicht viel gehört und gesehen davon. Ja. Würden Sie es unterstützen? Ich würde sie unterstützen, wenn sie sich deklarieren würden und ein Programm einmal veröffentlichen. Ja. Okay. Dass man weiß, was man wählt. Ja. Sonst bleibt nur ungültig. Du weißt, dass es die Piratenpartei in Österreich auch gibt? Na, erst seit heute, ja. Würdest du es unterstützen? Ich weiß nicht, wofür sie stehen, wenn ich ehrlich bin. ACTA? ACTA weiß ich, ja. Dafür stehen sie, ja, das ist mir klar. Aber das ist eigentlich das Einzige. Insofern kann ich sie nicht unterstützen, also weiß ich noch nicht, ja. Ja, also ich verbreite alles, was ich so auf Facebook bekomme oder auf Twitter oder sonst in den sozialen Netzwerken. Würdest du es unterstützen? Ja, auf jeden Fall. Und hast du mitbekommen, welche Themen sie ansprechen? Puh, na, sie engagieren sich auf jeden Fall sehr für Datenschutz, was für mich ein Schwerpunkt ist, der mich sehr interessiert. Und sie bringen einfach ein bisschen Kompetenz in die Politik, die sich größtenteils halt nicht mit den neuen Medien offensichtlich auskennt. Und das finde ich eigentlich gut. Deswegen, ja, unterstütze ich sie auf jeden Fall.